So, nach dem Zirkus Krone geht es tatsächlich auch hier wieder weiter mit einer anderen Veranstaltung. Miggi, wo gehen wir heute hin? Nach Freshtorge. Zu Freshtorge tatsächlich. Ist leider verlegt worden von Kiel. Im Sommer der Termin ist verlegt worden nach Rendsburg jetzt. Ja, Freshtorge ist echt beliebt. Also die Schlange ist zumindest richtig lang. Ja, wir warten jetzt hier tatsächlich auf den Showbeginn in der Nordmarkthalle und freuen uns eigentlich auf eine richtig gute Show, oder? Bin echt gespannt, wie das Comedy-Programm so laufen wird. Aber ihr seht ja selbst, also so viele Plätze sind ja gar nicht. Also wir vermuten, dass gefälschte Tickets in den Umlauf gekommen sind. Deswegen würde ich mal einen Moment gedulden, bis ich die Sache an Ihnen erklärt habe. Es lässt sich nicht ausschließen, dass auch hier bereits Menschen mit gefälschten Tickets sitzen. Deswegen würde es jetzt eine kleine, spontane Ticketkontrolle geben. Ein Polizist soll sich drum kümmern, ist er denn schon da? Ah, Ronny. Oh yeah. Das ist jemand, den wir sagen, so.
Und was machen wir denn jetzt? Ja, wir machen gar nichts. Das hat Merkel auch 16 Jahre lang gemacht und wurde dafür gefeiert. Wir machen gar nichts. Ich kann nicht mehr, Oma. Was du denn jetzt für mich gedreht? Wenn wir schon ein Städte auf die Bühne machen können, können wir doch was sehen. Nee, das ist gut jetzt nicht. Ich bin doch gar nicht in der Intonung. Da. Das geht schon nicht. Das will ich auch nicht. Ich stelle mich für ein. Oh, ja, ich bin da. Ich mach das nicht aus damit. DJ? Um Gottes Willen. Are you ready?
jetzt ist tatsächlich die erste Pause hier bei Fresh Torge live und der erste Akt, der war schon echt super witzig. Bin echt gespannt, was als zweites nochmal draufgesetzt wird. Und Micky, wie ist bis jetzt? Sehr, sehr toll. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Ja, Ronny ganz am Anfang. Das ist gut. Bitte erinnert mich nicht daran, dass ein Pferd, der durch den Kapitel macht, so irgendwie. Ja, sag mal, was tut mir leid, aber der Test ist doch jetzt gut. Ich hab Angst. Ja, das soll ich doch. Nee, ich bin den Test, aber das ist ein Typ mit einem Kinderlacko. Einige Leute, ey. Lass mich mal auf die Schuhe zu führen. Ist ein bisschen schwierig, wenn da unten die Leute in den Lift kommen. Ich hab voll die Idee, mit da schon mitreden. Komm, mach mal nicht auf, mach mal Tag und dann steh mal auf und dann schaff mal hier ein bisschen. Ich mache Apfelmus.
Ging wahrscheinlich nicht. Ja, das ist nicht das Sein. Ich laufe da oben auf dem Hof, läuft noch einmal ein Schwein.
Und was ist dann passiert? Wir sind alle ganz gestärkt. Guck mir das Schwein an. Guck mir einfach in die Augen. Mit so einem traurigen Blick. So einen traurigen Blick. Jetzt bist du ein bisschen drüber. Mach mal weiter, ich habe es noch. So, mach mal weiter. Dieses Spiel unterhält nun mein Mutter Schwein auf einmal ein magisches Geräusch. Was denn für ein magisches Geräusch, Maria? Und von diesem Moment an wusste ich, Marianne, du wirst nie wie ein Tier töten. Marianne, ich muss mal weiterkommen. Schweineschnitzel. Hast du den Schwein oder den Schnitzel? Hast du Probleme mit der Verdauung? Also. Ja, danke, du bist ein Mutter. Thank you.
Mega. Ja! Ja, das war heute quasi das Konzert von Fresh Torge hier in Rendsburg. Das ist halt von Kiel verlegt worden. Und Miki, wie fandst du das? Ultra gut, am besten feiert den Schluss jetzt, die Zugabe. Ja, die Zugabe halt mit Henning, ich muss auch sagen, das war echt gut. Ich fand aber auch ziemlich gut gemacht Sandra, den Sketch. Und ja, also die Tour, die zweite Hälfte geht ja jetzt so richtig weiter für ihn. Also, wenn ihr noch an eurem Standort in München, in Wien oder sonstig noch tatsächlich die Möglichkeit habt, ihn zu besuchen, die Show lohnt sich auf jeden Fall. Geht mal gerne hin.